Ein Sachbuchverleger im Zug, der unterwegs nach Chicago ist. Eine schöne Unbekannte, die nach kurzer Zeit gar nicht mehr so unbekannt ist, aber immer noch schön, mit der er im Bett landet. Ein toter Professor, ein fieser britischer Gangster, ein schlagfertiger Halodri-Autodieb, ein depperter Kuhkaff-Sheriff und 40 Tonnen Stahl, die im Showdown in den Chicagoer Bahnhof reinsemmeln. Das ist Transamerica Express, erschienen im Jahre 1976 von Regisseur Arthur Hiller. Gene Wilder hat bewiesen, dass er nicht nur rumblödeln kann, wenn er mit Mel Brooks zusammenarbeitet, sondern dass er auch einen Film tragen kann, der nicht nur komisch ist, sondern auch spannend ist und auch actionreich ist. Arthur Hiller hat bewiesen, dass er mehr kann als so Schmonzfilme wie Love Story drehen. Jill Clayburgh hat bewiesen, ja, dass es auch tatsächlich schon im 70er-Jahre-Kino, Achtung festhalten, starke Frauenfiguren gibt. Und Richard Pryor hat bewiesen, dass man dem einfach nur vor eine Kamera stellen muss und dann legt er los und ist komisch und trägt die zweite Hälfte des Films, ja, im Grunde mit. Hallo und willkommen bei Jetzt guckt doch mal, dem Format, bei dem ich Filme gucke und euch dann sage, ob man die gucken kann. Ich bin Ingo, der Mann mit dem Gesicht fürs Radio und der Stimme für den Stummfilm. Und habe jetzt mal wieder einen Film ausgebuddelt, da bin ich auf Zufall kürzlich drauf gestoßen, bei dem ich gedacht habe, Mensch, das ist so einer, jeder Rotz wird im Dreivierteltakt wiederholt. Das ist so die Sorte Film, der läuft alle 20, 25 Jahre mal im Fernsehen. Den hatte ich mal als Kind aufgenommen auf VHS, als der im Fernsehen lief. Alle unter 35 jetzt bitte in die Kommentare reinschreiben, was ist ein VHS? Oder googelt's euch zusammen. Und warum kennen diesen Film nicht mehr Leute? Warum läuft der nicht öfter im Fernsehen? Warum gibt's den auf keinem Streamingdienst? Ich glaube auf Amazon. Ich weiß nicht ganz genau. Ich packe euch mal alles unten rein, was ich dazu finden kann. Und warum ist die Blu-ray und ist die DVD so vergriffen? Ja, also den findet man nicht eben mal im Mediamarkt oder im Saturn an der Grabbeltheke. Schwierig, diesen Film zu kriegen. Schade, schade, schade. Und auch hier bei YouTube gibt es ihn nicht. Nochmal schade. Das heißt, dass viele einen guten Film, tja, vielleicht gar nicht mitbekommen und nicht die Möglichkeit kriegen, den zu gucken. Um was geht es? George Caldwell, gespielt von Gene Wilder, ist ein Vertreter und Verleger für Sachbücher, der nicht besonders gerne fliegt und jetzt in den Zug gestiegen ist, um nach Chicago zu kommen, in den Silver Streak, so der Originaltitel des Filmes. Das heißt, anstatt einem zweistündigen Flug nimmt er eine viertägige Zugreise auf sich, um von A nach B zu kommen, muss dann sich erst mit einer aufdringlichen Singlefrau rumschlagen, die ihm vorführen will, wie toll ihr selbstgemixtes Parfüm riecht. Und er muss so husten, weil es offensichtlich so wie etwas riecht, ja, wie so ein Mittel zur Ungezieferbekämpfung oder sowas. Lernt dann einen Vitaminvertreter kennen, gespielt von Ned Beatty, bei dem sich kurze Zeit später herausstellt, das ist gar kein Vitaminvertreter, das ist ein FBI-Agent. Lernt dann die Sekretärin Hilly kennen, gespielt von Jill Clayburgh. Und die beiden finden sich ganz lecker. Und sie arbeitet für einen Professor, der Rembrandt-Briefe dabei hat. Also will sagen, Briefe, die von Rembrandt geschrieben wurden, die einiges revolutionäres Zeugs enthalten und die wahrscheinlich die Kunstwelt erstmal auf neue Füße stellen würden und einen ziemlichen Rabatz in der Kunstszene verursachen würden. Und das ist das absolut revolutionäre Ding. Und ja, ja, und wenn der Professor dann erst diese Schreiben veröffentlicht, ach, was dann los ist. Und dann finden sich die beiden also ganz nett und dann landen sie im Bett, weil sie auch nebeneinander gelegene Kabinen haben. Und als sie sich gerade gegenseitig am Ausziehen sind, da hängt plötzlich der tote Professor von der Decke, außen am Zug. Und George kriegt einen Schreikrampf und sagt, was ist denn da los? Und Hilly, ja, was ist denn, ja, was ist denn? Ja, der Professor, da ist der tote Professor. Und ach, das kann ich mir nicht vorstellen, das hast du nur geträumt oder du hast dir das eingebildet. Am nächsten Tag stellt sich dann raus, dieser Vitaminvertreter ist nochmal kein Vitaminvertreter, sondern ein FBI-Agent namens Bob Sweet. Dem erklärt George dann, was passiert ist und dass er den toten Professor gesehen hat. Geht in die Zugkabine des Professors und der ist plötzlich putzmunter. Ja, wer war denn dann der Tote da draußen am Fenster? Warum hängt er da rum? Dann packt es George an der Schulter, er dreht sich um, hinter ihm steht der Beißer aus den James-Bond-Filmen und schmeißt ihn aus dem Zug raus. Und da geht das Ganze erst los. Da ist der Film gerade mal 20 Minuten alt, aber hat schon ein ziemliches Tempo vorgelegt und man fragt sich als Zuschauer, ja, was hat es denn damit auf sich? Ist der Professor jetzt tot oder nicht? Und warum wurde George jetzt aus dem Zug geschmissen? Und was ist eigentlich mit diesem Vitaminvertreter, der eigentlich FBI-Agent ist? Warum ist der da rein zufällig im Zug oder ist das Absicht oder was? Und wer ist dieser britische Playboy-Gangster namens Devereaux? Was hat der eigentlich für eine Agenda? Und warum fliegt George da aus dem Zug raus?
Und was macht Richard Pryor hinten im Polizeiauto drin? George versucht also irgendwie Kontakt zur Polizei bzw. zum FBI aufzunehmen, will denen sagen, dass es da einen Toten im Zug gab, dass seine Sekretärin in Lebensgefahr ist, weil sie ja auch von den Briefen weiß und wahrscheinlich dann auch früher oder später umgebracht werden soll, dass dieser britische Gangster Devereaux schon mal ein Flugzeugunglück in Köln verursacht hat, nur um von einem Skandal abzulenken, damit alle Polizeikräfte und alle Medien sich auf das Flugzeugunglück konzentrieren und nicht auf den englischen Gangster. Dass der wohl Fieses im Schilde führt, dass der seine Gorillas mit dabei hat im Zug und die da ordentlich aufräumen sollen, dass diese Rembrandt-Briefe vernichtet werden sollen. Tja, und jetzt erklär das mal einem unbedarften Kuhkaff-Sheriff und guck mal, wie der reagiert. Spoiler, der kapiert original gar nichts. Groß geworden am Theater hat Gene Wilder, das ist nicht sein richtiger Name, hat Gene Wilder dann den Sprung ins Kino geschafft, hatte eine Mini-Nebenrolle in Bonnie und Clyde und hat dann... ja, sowas wie sein Bruder im Geiste getroffen, nämlich Mel Brooks. Die beiden haben Frühling für Hitler oder im Original The Producers zusammen gemacht. Gene Wilder schrieb das Drehbuch mit, was Oscar nominiert war. Haben dann Frankenstein Junior, Frankenstein zusammen gedreht. Dann ja, wurde Gene Wilder bekannter und bekannter und hat hier das erste von insgesamt 4 Malen mit Richard Pryor zusammen gedreht. Und Regisseur Arthur Hiller hat gesagt, dieser Gene Wilder-Typ, der kann ja mit Mel Brooks witzig sein und der kann ja mit Marty Feldman witzig sein, aber ich wette, der kann auch alleine witzig sein und der kann auch alleine einen Film tragen. Hat das Drehbuch in die Hände bekommen von Autor Colin Higgins, der unter anderem schon Harold and Maude geschrieben hatte, der später nochmal 9 to 5 geschrieben hatte. Bei uns in Deutschland hieß der Warum eigentlich bringen wir den Chef nicht um mit Dolly Parton, der leider viel zu früh verstorben ist und der ja nicht ein oder zwei, sondern gleich ein halbes Dutzend gute Drehbücher rausgehauen hat und der schrieb eben Mitte der 70er dieses Drehbuch zu America Express. Regisseur Arthur Hiller hat das gefallen und hat gesagt, okay, da können wir was draus machen. Sie waren auf der Suche nach so einer Art, ja, Jedermann und dachten so ähnlich wie der unsichtbare Dritte, als wir den Normalo Cary Grant in eine Handlung geschmissen haben, die ihm über den Kopf wächst, das kann man doch hier genauso machen. Wir nehmen den Normalo Gene Wilder und schmeißen den in eine Handlung, die ihm stetig über den Kopf wächst und wo er dann über sich hinauswachsen und das Ganze entsprechend lösen muss. Was, ja, eigentlich ein gutes Rezept ist und so funktionieren Filme, die nachhaltig sind und die gut sind und die einen coolen Protagonisten haben. Auch Bruce Willis in Stirb langsam wird ja einfach in diese Szenerie da reingeschmissen. Normalo Bulle aus New York muss plötzlich da sich mit Terroristen rumschlagen. Oder Sandra Bullock als Normalo Buspassagierin, die sich da plötzlich ans Steuer setzen muss in Speed und das Ding da durch die Stadt steuern. Also Normalos nehmen, extreme Situation, fertig ist die Laube. Dann entspinnt sich sowas wie ein wilder Genre-Mix, der nicht immer ganz genau weiß, wo er hin will, aber meistens ziemlich genau weiß, wo er hin will und auch ziemlich viel richtig macht und ziemlich unterhaltsam ist. Regisseur Arthur Hiller merkt man dabei an, dass er sein Handwerk versteht und dass er ein absoluter Profi ist und dass er das Ganze hier so inszeniert. Ja, im Grunde, dass es eine Freude ist. Die erste Hälfte des Films wird ganz klar getragen von Gene Wilder alleine, wo er erst in diese Situation da reinstolpert und nicht richtig weiß, wo ist hier links und wo ist hier rechts und was mache ich hier eigentlich und wer ist dieser große Typ mit den Pranken. Dann gibt es noch ein paar spektakuläre Zug-Stunts mit dabei. Unter anderem die eine Szene, die auch gelaufen ist im Vorspann von Ein Colt für alle Fälle. Als er hier in diesem Outfit oben auf dem Zug steht und da ist dieses Schranken-Dingsbums. Und dann macht das so. Ihr kennt die Szene. Jedenfalls, da gibt es ordentlich Action. Und dann in der zweiten Hälfte des Films kommt auch noch Richard Pryor dazu. Als George Caldwell gerade bei einer Polizeistation ist und da sagen will, hier, das passiert und das ist der Gangster und die Sekretärin ist in Gefahr und können wir da bitte was machen, dann ist das Ganze so turbulent, dass er dann in den Polizeiwagen flüchten muss und plötzlich im Rücksitz taucht der Typ auf und sagt, ey, gib mir mal eine Schlüssel für die Handschellen. Ja, das ist Richard Pryor alias Grover T. Muldoon, ein Kleinganove, der auch nur zufällig in diese Sache da reingestolpert ist und jetzt in der zweiten Hälfte des Films wird das so eine Art Buddy-Movie und diese zwei zufällig zusammengeschmissenen Typen müssen jetzt dafür sorgen, A, dass Grover nicht von der Polizei verknackt wird, B, dass sie wieder auf den Zug raufkommen und C, dass sie dem englischen Gangster Devereaux das Handwerk legen und die Sekretärin Hilly jetzt befreien können. Alles ziemlich wild und ziemlich konfus. Und bei einem schlechteren Regisseur oder bei einem schlechteren Drehbuch oder mit schlechteren Darstellern oder bei einer schlechteren Inszenierung oder bei einem schlechteren Schnitt, dann könnte das Ganze eine riesen konfuse Angelegenheit sein, bei der Zuschauer überhaupt nicht durchblickt, was will dieser Film jetzt eigentlich sein? Hier ist es zum Glück nicht der Fall. Also, hier ist natürlich Komödie mit drin, was ja logisch ist, wenn Richard Pryor und Gene Wilder mitspielen. Und wenn Arthur Hiller Regie führt, weil der später auch noch gemacht hat, Ein Single kommt selten allein. Gnadenlos unterschätzter und brutal komischer Film, vielleicht mein Lieblingsfilm von Steve Martin.
Und wenn die Kameraleute wissen, was sie machen. Und wenn die Stuntcrew weiß, was sie machen muss. Und wenn der Bösewicht weiß, was er machen muss. Patrick McGoohan, ein grandioser, fieser Fiesling. Der war Edward the Longshanks in Braveheart. Und hat gleich zweimal verpasst, ein berühmter Agent zu werden. Zum ersten Mal hat er die Rolle abgelehnt von Simon Templer. Die ging dann an Roger Moore. Und nachdem Sean Connery aufgehört hatte, lehnte er die Rolle ab des James Bond. Und die ging dann, Riesenüberraschung, an Roger Moore. Also alle Beteiligten wissen hier, was sie machen müssen und wie sie einen möglichst unterhaltsamen Film abliefern. Trans-America Express, so unser Titel, oder Silver Streak, so der Originaltitel, hat bei seiner rund 1 Stunde 50 Laufzeit ein irres Tempo. Die ersten 10 Minuten, die fangen so ganz harmlos an. Man sieht ein Normalo, ja, das ist ein Sachbuchverleger und Sachbuchautor und der fährt da halt im Zug rum und lernt eine Frau kennen. Das ist jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches, aber sagen wir ab Minute 11 kriegt das Ganze einen Dreh, das einem schwindelig wird und trotzdem schafft man es dank der Inszenierung als Zuschauer jederzeit die Übersicht zu behalten, was ist jetzt eigentlich wo und warum sind wir gerade hier und warum passiert jetzt das, was da passiert. Und da ist also Comedy mit drin und da ist also Thriller mit drin, weil man ja diesen Mord verhindern will oder beziehungsweise den auch schon geschehenen Mord aufklären will. Dann ist da auf jeden Fall Action mit drin und der Showdown hat es in sich, indem eine echte Lok in einen echten Bahnhof reinsemmelt, nix mit CGI, Gedöns und irgendwas. Alles wirklich praktische Effekte, original gebaut und ja, hat ein bisschen was so von den Katastrophenfilmen, die so in den 70ern groß waren. Also, man nimmt einen 40 Tonnen schweren Zug, man nimmt hier einen Bahnhof und dann macht es so. Also sowas hat man seitdem auch im Kino nicht wieder gesehen, egal wie viele Filme Roland Emmerich noch dreht. Und dann hat das Ganze natürlich absolut seine komischen Momente, besonders wenn Richard Pryor und Gene Wilder die Sau rauslassen. Zwischendurch stellt sich nämlich raus, dass die Polizei der Meinung ist, George Caldwell hätte den FBI-Agenten Bob Sweet umgebracht, was er gar nicht hat, das war einer von Devereaux' Gangstern. Und deswegen wird er jetzt polizeilich gesucht. Jetzt ist er das zweite oder dritte Mal aus dem Zug rausgeflogen und muss mit Grover wieder in den Zug rein. Jetzt ist aber sein Fahndungsfoto ganz groß auf den Titelseiten der Zeitung und man sieht schon da bei der Einlasskontrolle, bevor es auf den Bahnsteig geht, da stehen schon die Polizisten und zeigen so Passanten die Fotos, haben sie diesen Mann gesehen? So, der kann jetzt nicht einfach in den Zug reinstapfen. Also was macht man? Man macht das, was heute für Schweißperlen bei allen politisch Überkorrekten sorgt. Richard Pryor und Gene Wilder gehen ins Bahnhofsklo und davor ist so ein Schuhputzkerl. Und dann sagt er, okay, ich kaufe das Radio, ich kaufe deine blöde Mütze, ich kaufe die Schuhcreme. Und dann sagt Gene Wilder, wofür brauchen wir Schuhcreme? Ja, es stellt sich heraus, der Plan von Richard Pryor ist, Blackfacing, dass es eine Freude ist. Er will Gene Wilder schwarz anmalen. Er sagt, ich muss sie doch auf den Zug kriegen. Und dafür müssen die Bullen denken, dass sie ein Schwarzer sind. Die suchen doch nach einem Weißen. Also, wenn ihr mit dieser Art Szene Probleme habt, dann müsst ihr jetzt A, mein Video ausmachen und B, dürft nie diesen Film gucken. Die Szene war ursprünglich aber anders geschrieben und dadurch, dass es, ja, nennen wir es mal, den Segen von Richard Pryor hatte. Ach, bitteschön, jeder, der mit Problemen hat, soll jetzt mal in die Tasten hauen und mich beschimpfen, wie ignorant und wie doof ich bin. Und ja, ich weiß, ich bin alter, weißer, heteronormativer Cis-Mann. Feuerfrei. Die ursprüngliche Szene war so geschrieben, Gene Wilder malt sich also im Gesicht schwarz mit Schuhcreme an, dann hat er hier die Handschuhe drüber, dann hat er von Grover kriegt er noch die Jacke und er kriegt so eine Sonnenbrille, damit man seine Augen nicht sieht und er hat diesen Beanie auf und hält das Radio ans Gesicht und er, naja, er soll halt so grooven, wie Schwarze grooven und dann sagt Richard Pryor irgendwann, warum habt ihr Weißen immer so verkrampfte Ärsche, das kann doch nicht wahr sein, fühl doch mal den Rhythmus, was ist denn los? Du übst mal ein bisschen, ich hole mal in der Zeit die Fahrkarten. Und Gene Wilder ist am Üben und am Grooven und das sieht katastrophenmäßig aus. Und dann kommt der schwarze Schuhputzkerl rein. Und die ursprüngliche Szene war so geschrieben, dass ein Weißer reinkommt und das natürlich glaubt und nur ein bisschen komisch findet, wie dieser vermeintlich Schwarze da im Klo rumpoltert. Und da hat Richard Pryor gesagt, nee, das passt irgendwie nicht, können wir diese Szene nicht umschreiben. Na gut, haben sie umgeschrieben. Das heißt, der Schwarze kommt rein und der glaubt nicht für eine Zehntelsekunde, dass das ein Schwarzer ist. Sondern er sagt nur, also Junge, ich weiß nicht, was für Probleme du hast, aber bitte, bleib im Rhythmus. Sie schaffen es also in den Zug und sie schaffen es, Hilly aus der Gewalt der Gangster zu befreien. Und dann wird geballert und dann wird der Zug wieder in Bewegung gesetzt. Und dann gibt es einen Hubschrauber und der Hubschrauber fliegt Richtung Zug und da schießen die Polizisten raus. Und Devereaux schießt aus dem Zug auf die Polizisten drauf. Und dann ist George weiter hinten im Zug und der schießt auch auf Devereaux drauf. Und dann schießt Devereaux zurück und dann ist der Zug führerlos und rauscht jetzt mit ungefähr 80 km/h auf den Chicagoer Kopfbahnhof zu. Ja, und dann gibt's in dem Showdown jede Menge Sachschaden.
Habe ich euch den Film jetzt verspoilert? Das tut mir leid, aber wir reden hier über einen Film, der bald 50 Jahre alt ist. Also ich weiß nicht, ob es da viel großartig zu verspoilern gibt. Abgesehen davon ist die raffinierte Handlung nicht das, was den Film ausmacht. Was den Film ausmacht, das ist das Rumgeblödel von Gene Wilder. Das ist ab der zweiten Hälfte des Films dann auch das Rumgeblödel von Richard Pryor. Das ist die absolut fiese Darstellung von Patrick McGoohan. Der kann, also wirklich, wenn er eins kann, dann sind es Bösewichte. Und das ist die Action und es ist die Spannung und es ist der Humor. Was jetzt genau mit den Rembrandt-Briefen ist und ob die wirklich jemals veröffentlicht werden, das ist ab der 15. Filmminute eigentlich egal. Die Hauptsache, das sind die Stunts und das ist die Action und das sind die Verfolgungsjagden und das sind die Autokarambolagen und das ist das Geballer und das ist das buddymovige Gekabbel zwischen Gene Wilder und Richard Pryor. Und auch das macht den Film heute noch sehenswert und hebt den heute noch über Durchschnitt. Das ist vielleicht nicht der beste und spannendste und trickreichste Film, der in den 70ern gemacht wurde. Das ist aber beileibe nicht der langweiligste und unspannendste und untrickreichste Film, der in den 70ern gemacht wurde. Das ist vielleicht nicht der beste Film mit Gene Wilder. Was ist denn der beste Film mit Gene Wilder? Also für mich ist der hier schon ganz, ganz oben. Na gut, Frankenstein Junior. Also das war schon ein Klopper. Den fand ich richtig geil. Aber der ist ja auf jeden Fall, also Transamerica Express ist auch ganz, ganz oben im Regal. Der erste von vier Filmen von Richard Pryor und Gene Wilder. Die anderen drei, da war einer dabei. Hear No Evil, See No Evil. Der eine ist blind und der andere ist taub. Das war... Ja, also das war nicht meine Art Humor. Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, die anderen drei habe ich schon wieder vergessen. Welcher mir hängen geblieben ist, das ist der hier. Das ist Transamerica Express. Und der ist heute noch sehenswert. Und der, auch von der Inszenierung, von der Action, von der Spannung und vom Aufbau her, den Film könnte man heute drehen. Und der würde heute noch genauso funktionieren. Und das ist für mich ein Zeichen, dass ein Film gut ist, wenn er zeitlos ist. Wenn er heute noch funktioniert. Ich meine, Rocky ist ja bald auch 50 Jahre alt und funktioniert heute noch. Für den zeitlosen, geilen und immer noch heute funktionierenden Transamerika Express gibt es unterm Strich 4 von 5 führerlosen Zügen und eine... keine eingeschränkte. Eine uneingeschränkte, eine absolut universelle Guckempfehlung für alle Leute, die Spaß haben. Entweder an Komödien oder an Thrillern oder an Action. Oder an allem davon. Gene Wilder ist in Topform, Jill Clayburgh ist in Topform, Richard Pryor ist in Topform, Patrick McGoohan als Bösewicht ist in Topform, Regisseur Arthur Hiller ist sowieso in Topform und ich finde es schade, dass, ja, das war auch so ein ja, an der so Ende der 70er, also der ist in 60ern und 50ern und 60ern ist er im Fernsehen groß geworden, an 70ern ist er so ins Kino geschwappt. Wie gesagt, heute das erste, was den Leuten zu dem Namen einfällt, ist Love Story. Ein dröger, langweiliger Schmalzfilm, mit dem ich noch nie großartig was anfangen konnte. Ich glaube, ich habe den nur einmal richtig gesehen und dann wieder abgelegt unter, ja, kann man sich mal angucken. Der hat hier eigentlich so sein Meisterstück abgeliefert und hat noch andere Meisterstücke abgeliefert. Wie gesagt, in den 80ern war es Ein Single kommt selten allein, den ich brüllkomisch finde. Mit dieser Meinung bin ich offensichtlich ein bisschen alleine, denn ich wüsste nicht, also bei Top-Listen der besten Komödien oder so, da taucht der nie auf. Aber den finde ich zum Kreischen, auch was Steve Martin und Charles Grodin in diesem Film machen, finde ich zum Kreischen. Ja, und hier hat Arthur Hiller gezeigt, man braucht nicht immer ein Riesenbudget und man braucht nicht immer die absoluten Topstars. Die absoluten Topstars in den 70ern, das waren ja so Leute wie Jack Nicholson und Robert Redford und Dustin Hoffman. Nee, man kann einfach so Normalo nehmen mit seinem Wuschelkopf, der nicht besonders attraktiv aussieht und der nicht gerade den Körperbau hat von einem vermeintlichen Actionhelden, aber ich schmeiße ihn in so eine Situation, ich sorge dafür, dass der mit dem Auto fahren muss und vom Zug runtergeschmissen wird und später noch in so einem Propellerflugzeug sitzt und dann am Ende noch eine Wumme in die Hand nimmt, ja, zack, fertig ist der Action-Comedy-Thriller, der bis heute funktioniert und bis heute unterhaltsam ist und richtig geile Laune macht. Und auch wenn das vielleicht nicht der beste Film ist, der in den 70ern gemacht wurde, ist es auf jeden Fall einer der unterhaltsamsten und kurzweiligsten Filme, die in den 70ern gemacht wurden. Und wenn ihr beispielsweise mit diesem blöden Katastrophenfilm-Genre nicht besonders viel anfangen könnt, Flammendes Inferno beispielsweise fand ich großartig, aber das war so die Ausnahme. Mit diesem Poseidon-Film konnte ich nie was anfangen und mit Erdbeben konnte ich nie was anfangen und ach, da gab es ja eine ganze Handvoll. Ja, aber mit dem, das hat ja im Showdown so ein bisschen was von Katastrophenfilm, ne? Also eine Lok semmelt in einen Kopfbahnhof rein und da geht jede Menge zu Bruch. So, kann ich schon was anfangen. Der ist geil gemacht und der ist unterhaltsam gemacht. Und vor allen Dingen ist hier das Katastrophenszenario ja nicht die Hauptsache des Films. Die Hauptsache ist diese Verfolgungsjagd und dieses wilde Hin und Her und das Gekabbel zwischen Hauptfiguren. Der immer noch Laune macht, Gene Wilder, ach, ich meine, der kann Suppenrezepte vorlesen, ich finde ihn noch zum Kreischen. Willy Wonka, jetzt fällt's mir ein. Das ist vielleicht meine Lieblingsrolle von Gene Wilder. Das ist nicht Frankenstein Junior, das ist Willy Wonka. Den fand ich auch geil und übrigens 10-mal besser als dieses depperte Johnny Depp Tim Burton. Könnt ihr vergessen. Nein, wenn ihr einen Willy Wonka-Film gucken wollt, dann guckt das Original. Der
ja, bis heute genauso zeitlos ist wie dieser hier, wie Silver Streak. Der macht Laune, der ist fetzig, der ist unterhaltsam, hat von Henry Mancini eine klasse Musik. Wenn ihr nicht wisst, wer Henry Mancini ist, das ist der mit dem Baby Elephant Walk und der auch die Musik zu der Rosa-Rote Panther erfunden hat. Und wenn ihr nicht wisst, was Baby Elephant Walk ist, ich könnte jetzt meine Flöte auspacken und spielen, aber dann kriege ich wahrscheinlich einen Copyright-Claim von YouTube. Aber gebt mal bei YouTube oder bei Spotify oder sonst wo ein Baby Elephant Walk. Dann kennt ihr die Melodie. Ja, das ist Henry Mancini. Also sogar die Filmmusik, die passt hier und ist geil und... Ich will jetzt nicht fünfmal hintereinander dasselbe sagen. Also, der Film ist sehenswert. So, fertig. Guck den. Ich packe euch mal alles unten rein dazu, wo man den kaufen kann, wo man den vielleicht leihen kann, wo man den vielleicht streamen kann. Da scheint jetzt nicht besonders viele DVDs und nicht besonders viele Blu-Rays von gegeben zu haben, aber es gab tatsächlich sogar eine Blu-Ray-Veröffentlichung. Teilweise einen UK-Import habe ich gesehen, der allerdings auch die deutsche Tonspur mit drauf hat. Also, falls ihr Interesse an dem Film habt, guckt mal danach. Ansonsten haut mal in die Tasten. Was ist euer Lieblingsfilm von und mit Gene Wilder? Was ist euer Lieblingsfilm von und mit Richard Pryor? Und schreibt bitte nicht Superman 3. Dann schmeiße ich meine Kamera aus dem Fenster. Kennt ihr andere Filme von Arthur Hiller? Oder habt ihr jetzt von dem Regisseur und von seinem Werk hier zum ersten Mal gehört? Habt ihr schon mal ein Single kommt selten allein gesehen? Ja. Und habt ihr Transamerika Express gesehen? Und falls ja, wie fandet ihr den? Fandet ihr den lustig? Fandet ihr den geil? Fandet ihr den mittelmäßig? Fandet ihr den grottig? Fandet ihr den so? Geschmäcker sind da zum Glück verschieden. Vielen Dank fürs Reinklicken, Däumchen nach oben dirigieren, kommentieren, abonnieren, falls noch nicht geschehen, vielen Dank im Voraus. Mit mir auf meinen diversen Social Media Kanälen und vor allen Dingen hier interagieren. Viel Spaß beim Gucken von Transamerika Express. Tja, und bis zum nächsten Mal.